Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Final Fantasy XIV. Ja, in der letzten Folge haben wir ja einen Verräter enttarnt, da hinten den nicht sehr netten Laurentius. Und mit dem sollen wir jetzt nochmal sprechen, der ist uns ja die ganze Zeit abgehauen. Aber so leicht lassen wir uns ja nicht abwimmeln. Wie konntest du gewinnen? Du, ich bin unschuldig, sie sind zufällig aufgetaucht, ich war auf Patrouille und... Und noch einmal mit Laurentius sprechen. Ein letztes Mal mit ihm sprechen müssen wir jetzt noch, okay? Wo ist der jetzt schon wieder hin? Buscarons Augen und Ohren? Ah, hier unten, dem Verräter auf der Spur, alles klar. Da müssen wir jetzt noch ein Stückchen reiten. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, diese Dämonenfliegenfalle lässt mich in Ruhe. Aber natürlich nicht. Oh, da ist auch gerade ein Feld. Mal gucken, ob wir hier einigermaßen unbeschadet durchkommen. Denn ich wollte heute eigentlich die Hauptquestreihe erstmal weitermachen. Und danach mal schauen. Hier soll das eigentlich sein. Wo ist denn der Gute? Ah, da hat er sich versteckt. Mal absteigen. Warum verfolgst du mich? Lass mich in Ruhe. Ich hab dir doch gesagt, die Galea sind zufällig aufgekreuzt. Mein Name ist Laurentius, ich weiß von nichts. Wer es glaubt? Und wieder ist er uns entwischt. Zum allerletzten Mal mit Laurentius sprechen hat sich die Quest jetzt aktualisiert. Der scheint aber nicht weit gekommen zu sein. Oh nein, der ist direkt im Feldbereich. Ich sehe es da hinten leuchten. Mal gucken, ob ich hier außen rumlaufen kann. Ja, gut, das klappt. War doch etwas weiter weg. Laurentius. Der Kampf von dem Verräter auf der Spur beginnen. Für diesen Inhalt sind nur Charaktere bis Stufe 27 zugelassen. Wenn ich höher bin, werde ich automatisch zurückgesetzt, ja? Ich möchte den Kampf auf jeden Fall beginnen. Wir wollen ja endlich die Älteste finden. Also die Älteste der Sylphen, die ist ja verschwunden und wir sind immer noch auf der Suche nach ihr. Es reicht. Wie lange willst du mich noch verfolgen? Ich bin unschuldig. Ja, sagte der Fuchs und leckte sich das Maul. Na gut, es hat wohl keinen Sinn. Ich habe Karten und Vorräte an das Galäische Kaiserreich verkauft. Ich brauchte das Geld. Als ich dem Klageregiment beitrat, war ich stolz darauf, aber der karge Sold reichte nicht weit. Sie predigen Gerechtigkeit, Ehre und Pflichtgefühl, aber am Ende des Tages zählt doch, was man in der Tasche hat, oder nicht? Geld regiert die Welt. Die Einstellung haben leider auch hier sehr viele. Stimme ich aber nicht mit überein. Ja, ich habe meine Ehre verkauft. Ich habe mein Land, meine Heimat und all meine Freunde für Gil verkauft. Na, bist jetzt auch noch stolz drauf, oder was? Da lacht er. Und jetzt werde ich dich meinen Herrn ans Messer liefern. Hahaha. Verdammte Närrin. Hat man dir als Kind nicht beigebracht, nicht mit Fremden mitzugehen? Galea, ich präsentiere euch die Abenteurerin auf dem silbernen Tablett. Schnappt sie euch. Puh, na hoffentlich schaffe ich das. Ich habe ja jetzt einige Zeit wieder nicht hier gespielt. Nun wirst du die Macht des Kaiserreichs zu spüren bekommen. Und ich habe den Kampf als nicht so einfach in Erinnerung. Macht wie sie nur durch... Was? Macht, wie sie nur durch Reichtum geschaffen wird. Reichtum, der ganze Armeen gefügig macht. Reichtum, der die Welt verändert. Sieh an, da haben sich tatsächlich ein paar galäische Hunde in unseren Wald verirrt. Ich glaube, wir müssen ihnen eine Lektion erteilen, sagt eine unbekannte Stimme. Ach, schaut mal. Wir hatten ja in einer der letzten Folgen hier mit den, ich sag mal, räuberischen Banden im Wald gesprochen, unter anderem dieser Gruppe von Dunkelalben und dann hatten wir auch noch mit Mikote gesprochen. Und die helfen uns ja. Du da, Mikote, du bist im Auftrag von Buscaron unterwegs, oder? Wir schulden dem alten Halunken noch etwas und außerdem können wir den galäischen Abschaum nicht ausstehen.
Yay, jetzt habe ich Verstärkung. Das ist klasse. Okay. Dann würde ich sagen, ich kümmere mich hier erstmal um die. Und später dann Laurentius. Ich werde jetzt hier wahrscheinlich etwas ruhiger sein beim Kampf, da ich mich hier etwas konzentrieren muss. Wie gesagt, habe eine Weile schon nicht mehr gespielt. Da ist Laurentius. Aber da sind doch schon wieder neue gekommen. Wo sind die denn? Die kommen da angerannt, okay. Dann kümmere ich mich lieber um die. Ah, ich habe meine Heiltränke nicht in der Leiste, sehe ich gerade. Verdammt. Es gab ja ein großes Update. Moment. Supertrank. Das ist jetzt natürlich super gewesen. Huch, was ist jetzt passiert? Level up. Na, wie passend. Wo sind noch welche da hinten? Falsche Aktion oder Spiel. Ach, da sind die Mikota auch dazugekommen. Curl, Clown, Jägerin. Jetzt habe ich hier natürlich mitten im Bildschirm einen Text. Rollenkommandos. Ich lasse das mal stehen, das können wir uns später anschauen. Erstmal hier weiterkämpfen. Oh, sind das noch viele, meine Güte. Körkler und Jägerin sind es zwei Stück. Na, ist jetzt nur noch Laurentius vorhanden? Ne, da hinten ist doch noch einer. Bei der Rotbauchwache. Das sind ja die Dunkelalben. Die Rotbäuche. Und die Curl-Clown sind die Mikote hier. Beides räuberische Banden, die aber eigentlich nicht wirklich böse sind. Die versuchen halt hier nur in den schweren Zeiten zu überleben. Naja, aber halt mit nicht so netten Mitteln im Normalfall. Sind halt immer noch Räuber, aber jetzt helfen sie mir. Und das rechne ich ihnen hoch an. Bei den ganzen Gegnern hätte ich schon ganz schön schlechte Karten ohne die gehabt. Okay. Das darf nicht wahr sein. Wie konntest du denn die Soldaten des mächtigen Galäischen Reiches besiegen? Und warum kämpfen die Rotbäuche und Körklauen plötzlich Seite an Seite? Ah, jetzt verstehe ich. Buscarons Gabe ist es, Leute auch ohne Geld zu überzeugen. Ich war ein Narr, das sehe ich jetzt ein. Verzeih mir, ich gehe sofort zur Bruderschaft der Morgenviper und gestehe meinen Verrat. Ich werde alles erzählen, versprochen. Und bitte richte Buscaron meinen Dank aus. Er hat mir heute eine wichtige Lektion erteilt, die ich nie vergessen werde. Na, ob man ihm das so glauben kann. Jetzt lese ich hier gerade mal den Text. Rollenkommandos. Aha. Du hast ein Rollenkommando erlernt. Rollenkommandos sind Zaubersprüche oder Waffenfertigkeit, die allen Klassen innerhalb einer Rolle, Verteidiger, Nahkampf, Angreifer, Fernkampf, Angreifer, Heiler, zur Verfügung stehen. Sie werden auf einer bestimmten Stufe erlernt und können dann auch mit anderen Klassen innerhalb der gleichen Rolle benutzt werden. Deiner Kommandoleiste, Hauptmenü Charakter, wurde die Kategorie Rolle hinzugefügt. Dort findest du deine Rollenkommandos. Abhängig von deiner aktuellen Stufe kannst du zwischen 1 und 10 Rollenkommandos deinem verfügbaren Kommando-Repertoire hinzufügen. Okay. Setze neben dem Kommando ein Häkchen, um es auszuwählen und
der unten angezeigten Leiste hinzuzufügen. Von dort aus kannst du das Symbol in dein Kommandomenü ziehen, ja? Weiß ich Bescheid. Danke, danke. Wir sind hier noch mitten im Fate-Bereich. Wundert mich, dass die mich nicht angegriffen haben. Wo müssen wir denn jetzt hin? Buscarons Augen und Ohren und Buscaron alles über Laurentius erzählen. Alles klar, dann müssen wir zu Buscaron beides mal zurück. Warte mal. Muss ich in diese Richtung zurück. Ja, der Kampf ist jetzt nicht so ideal verlaufen, meiner Meinung nach. Ich habe nämlich gesehen, am Ende ist noch einer von den Rotbäuchen gefallen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der dann auch wirklich gestorben ist. Weil manchmal ist es ja in Final Fantasy so, dass die Gegner dann praktisch zu Boden stürzen oder auch die Verbündeten, aber die sind dann nicht wirklich tot, sondern sind dann nach dem Kampf lieber wieder lebendig. Und ich versuche eigentlich normalerweise hier auch immer die, ich sag mal, Mitstreiter, die NPC-Mitstreiter gut zu schützen, dass sie nicht sterben oder zu Boden gehen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ärgert mich ein bisschen, dass der da am Schluss noch eventuell gestorben ist, der eine Rotbauch, aber kann man nichts machen. Bin doch etwas außer Übung, wie ich merke. Ja, gut, hier haben wir ja noch eine andere Quest abzugeben, dann machen wir das vielleicht zuerst. Was mussten wir denn da machen? Ah, genau, da sollten wir die Räuber informieren, genau, dass hier Gefahr im Wald herrscht. Nun, wie bist du mit dem Gesindel im Wald klargekommen? Hattest du ein ungutes Gefühl, sie um Hilfe zu bitten? Nein, eigentlich nicht. Außerdem haben sie mir jetzt sehr gut geholfen. Ohne die wäre ich ganz schön aufgeschmissen gewesen. Sie haben keinen Respekt für die Obrigkeit oder Gesetze, aber sie haben eine Vorstellung von Ehre. Wenn sie dir ihr Wort geben, halten sie es auch. Es war gut, dass du persönlich mit ihnen gesprochen hast. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kennen sie dich und wissen, dass du keine Angst vor ihnen hast. Das kann nie schaden. Immer mehr Leute kennen dich oder haben zumindest von dir gehört, was sich als Fluch oder Segen herausstellen kann. Wohl wahr. Das lässt sich aber kaum vermeiden, wenn man so viele Taten vollbringt wie du. Dann nehme ich mal die Gil, oder? Das war ja eine Nebenquest, die wir noch angefangen hatten. Du hast Laurentius also auf den Pfad der Rechtschaffenheit zurückgeführt. Gerade war ein Bote der Bruderschaft hier, der mir berichtet hat, dass sich Laurentius tatsächlich gestellt hat und alles gebeichtet hat. Na immerhin, aber er ist trotzdem nicht gerade ein Sympathieträger gewesen. Bist du sicher, dass er es auch ernst meint? Er kann einem fast leid tun. Als kleiner Junge wurde seine Mutter getötet. Sobald er dann alt genug war, trat er ins Klageregiment ein, um seine Heimat Cridania zu beschützen. Dabei hatte er stets das Gefühl, schwach zu sein und nichts ausrichten zu können. Das hat ihn dazu verleitet, dem Lockruf des Geldes zu verfallen. Er hoffte wohl, durch Gil Macht und Einfluss zu gewinnen. Na, wenn er seine Fehler nun eingesehen hat, ist das ja gut. Ich trage ihm nichts nach. Wenn er sich das nächste Mal im Horst blicken lässt, gebe ich ihm einen aus. Der ist ja wirklich sehr, sehr verständnisvoll, der Buscaron. Ich bin da ja etwas kritischer Laurentius gegenüber, auch wenn er wirklich eine tragische Geschichte wohl hatte. Und dir danke ich von ganzem Herzen. Du hast den Verräter entlarvt und einen verlorenen Sohn in den Schoß des Waldes zurückgeführt. Übrigens gibt es noch eine gute Nachricht. Ich weiß jetzt, wo sich die Älteste der Sylphen befindet. Super. Das freut mich natürlich sehr. Dann geht's hier direkt Schlag auf weiter. Buscaron ist anscheinend an eine wichtige Information über die Älteste der Sylphen gelangt. Nur zu, berichte, mein Guter. Ratet mal, ich habe interessante Neuigkeiten über die Sylphen herausgefunden. Die älteste der Blätterfeen, Frixio, wurde gesichtet. Frixio? Das ist die älteste und angesehenste Persönlichkeit in der Sylphenzuflucht. Mit ihr hatte Cridania schon des Öfteren diplomatischen Kontakt. So eine Art Vermittler zwischen den Cridaniern und den Sylphen also. Im Südwald liegen die 1000 Löcher von Totorak. Schon mal davon gehört?
Das ist ein verfallener unterirdischer Kerker. Und dort hat man die Sylphe angeblich gesehen. Und zwar ganz vor kurzem. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr sie noch. Abenteurige, zu Hilfe! Es ist fürchterlich. Oh je, was denn los, kleiner Schatz? Hey, da ist ja eine von den plättrigen Gesellen. Nun beruhig dich doch erstmal, Kleine. Die ehrwürdige Frixio ist im finstrigen Totorak. Nun kommt die Ältigste nicht mehr heraus. Das sollte sich eure Ältigste aber besser überlegen, in so ein gefährliches Gemäuer hereinzuflattern. Jetzt habe ich Ältigste vorgelesen, weil die so lustig reden, die Sylphen. Die Älteste natürlich. Seit 30 Jahren ist da keiner mehr heruntergestiegen. Und was sich in dieser Zeit da unten alles eingenistet hat, will ich gar nicht wissen. Da ist garantiert alles voller Gewürm und Getier. Frixio ist doch nicht freiwillig da drin. Die gemeinigen Gallier haben sie hereingescheucht. Ach bitte, irgendwelche sollen ihr helfen. Das ist schlecht. Frixio ist uns wohlgesinnt. Ohne sie würde uns eine wichtige Verhandlungspartnerin fehlen. Diese Sylphe ist verwundet. Ich werde mich um die Verletzungen kümmern. Ida, fordere von der Bruderschaft Hilfe an. Jawohl. Wir wollen ja nicht unsere Brücke zu den Sylphen verlieren. Yvain Dragondaughter, kannst du schon vorauslaufen und versuchen, Frixio aus den 1000 Löchern von Totorak zu retten? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, auf jeden Fall gehe ich schon mal vor. Da müssen wir jetzt vor die Instanz. Das ist nämlich, ich muss sagen, leider eine Instanz. Die Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen ja, Gruppeninstanzen sind für mich immer ein schwieriges Thema, weil ich da in World of Warcraft früher so viele schlechte Erfahrungen gemacht habe und das hat mich irgendwie total geprägt, leider. Hier in Final Fantasy XIV sind die Gruppeninstanzen wirklich super gemacht und die Leute waren bisher auch immer total nett, aber irgendwie lassen mich die schlechten Erfahrungen von World of Warcraft dann nicht los. Deswegen ist das für mich immer nicht so einfach, Gruppeninstanzen zu machen. Aber wir machen das natürlich trotzdem. Allerdings werde ich das wieder in einer eigenen Folge dann machen. Hier liegen die 1000 Löcher von Totorak, der berüchtigte... Was? Ob da eine Sylphe reingeflogen ist? Das wird doch nicht während meiner nur ganz kurzen Pause passiert sein. Verflixt. Dabei soll ich keinen reinlassen, weil da drin eine Unmenge von gefährlichen Ungeziefer haust. Jemand sollte die Sylphe besser da rausholen. Abenteurerin, ich erteile dir hiermit die Genehmigung, diesen Kerker zu betreten, aber selbstverständlich nicht alleine. Um die Sicherheit zu einem gewissen Grad zu gewährleisten, müssen außerdem einige Auflagen erfüllt sein. Ein normaler Inhalt wurde der Inhaltssuche hinzugefügt, ja. Hier, genau. Die Rettung der Ältesten. Wie gesagt, das ist eine Instanz, die ich dann in einer Extra-Folge machen werde. Jetzt will ich nur gerade mal schauen, was wir hier sonst noch so haben. Das sind Fates. Freibriefe müssen wir hier noch freispielen und Großvaters Axt ist hier noch eine Quest. Also insgesamt in Mühlenbruch haben wir hier noch Quests. Dann würde ich fast sagen, ich werde hier erstmal in der nächsten Folge die Nebenquests angehen. Ich teleportiere mich schon mal nach Mühlenbruch. Dann machen wir hier in Mühlenbruch erstmal die Nebenquests noch weiter, beziehungsweise fertig. Wir hatten ja bisher nur in Buskarons Horst gequestet. Da sind ja keine mehr, ja. Hier haben wir alle Quests fertig gemacht. Auf dem Weg waren keine mehr. Und hier sind 1, 2, 3, 4, 5 Quests, wenn ich das richtig sehe. Die Freibriefe werden wir auch noch freischalten. Und danach werden wir dann in die 1000 Löcher von Totorak gehen. Okay, ihr Lieben. Dann bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!